Hallo, meine Lieben. Ja, heute gibt es einen neuen Haul für euch. Und zwar war ich mal wieder fleißig heute. Heute ist Sonntag und Sonntag bedeutet bei uns immer Flohmarkttag. Und ja, wir waren gerade auf dem Flohmarkt und sind gerade wiedergekommen. Und jetzt dachte ich mir, zeige ich euch mal schon meine Ausbeute, weil die ist wirklich heute etwas größer ausgefallen. Ja, man kann an den süßen Sachen einfach nicht vorbeigehen, glaube ich. Und deswegen haben wir einige H&M-Sets mitgenommen und ein Overall, eine Latzhose und ein paar Strampler. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ich würde sagen, fangen wir mit den ersten Teilen an, die wir gekauft haben. Und zwar ist es einmal dieser Strampler hier. So sieht der aus. Den fand ich voll süß wegen im Pluto drauf. Das ist ja der Hund von Mickey Mouse oder so, ja. Der ist in Größe 50, 56 und voll kuschelig. Also der ist ganz weich, das ist ein Frottee-Stoff. Und ja, 50, 56, ganz weich und voll süß mit dem Pluto und dem Auto drauf. Unten hat er keinen geschlossenen Fuß, sondern einen offenen Fuß. Und ich kann euch nicht sagen, was ich für was bezahlt habe, weil ich einen Komplettpreis bezahlt habe. Ja, dann kam noch ein Strambler mit. Und zwar ein ganz, ganz schlichter. Nämlich einfach blau-weiß gestreift. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, das wird mein neuer Lieblingsstrambler. Weil ich liebe schlichte Sachen. Und erst recht dieses blau-weiße liebe ich. Ich habe davon auch einen Pulli und ein Body und alles und ich finde es einfach so toll. So sieht der komplett aus. Ach, so sieht das halt aus. Der ist von, weiß ich nicht, also der andere kam übrigens von C&A. Der ist, weiß ich nicht, kenne ich nicht hier, auch in 56, 62 sogar schon. Ja, voll schön, wie gesagt, also hier so blau-weiß gestreift. Total weich, also wirklich, man glaubt es nicht, aber der ist voll weich, also sehr schöner Stoff. Hat auch eine Windelleiste unten. Eine Wickelleiste heißt das, oder? Wickelleiste oder Windelleiste? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier unten die Knöpfe halt und auch einen offenen Fuß. Auch weil der so schön groß ist. Also es ist halt 56, 62 und der ist schon echt groß. Wenn man jetzt das mal mit dem anderen vergleicht, ist das schon etwas größer. Aber ich liebe sowas, weil dann sehen die Babys noch kleiner aus. Irgendwie, das finde ich voll süß. Ja, wie gesagt, kann ich euch den Preis nicht sagen. Ich glaube, genau, ich habe für diese beiden zusammen 1,50 bezahlt. Und das andere, was gleich kommt, alles in einem Paket, das kann ich euch halt so nicht die Einzelpreise sagen. Aber ja, dazu auch noch super günstig und super schön. Ja, dann kommt jetzt ein großer Haufen. Ich zeige euch das mal. Und zwar hier, und da sind sogar gerade noch Sachen rausgefallen. Also ein echt großer Haufen mit ganz vielen H&M-Sets und ganz vielen, ganz, ganz vielen tollen, wunderschönen Sachen. Und ich würde mal sagen, fangen wir mit dem unspektakulärsten an. Und zwar ein Strampler. Und der ist doch super schön, oder? Ich finde ihn ultra schön. Das ist Größe 50, auch von C&A. Und der wirkt aber sehr groß. Also sieht wirklich sehr groß aus. Wir können das ja mal wieder vergleichen mit dem 62er hier. So. Ist schon wie so eine 62 groß. Also echt voll groß für eine 50. Und deswegen habe ich ihn auch mitgenommen. Wäre er jetzt wirklich in einer 50er Größe, hätte ich ihn nicht mitgenommen, weil das hätte nicht gepasst. Aber das ist ungefähr eine 56, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Ich fand die Farben ultra toll. So blau-weiß gestreift finde ich sehr schön. Und das Tierchen hier fand ich auch so schön. Was auch immer das für ein Tier ist. Aber es ist wunderschön, weil ich mag dieses hellbraun mit so hellblau und weiß. Mag ich total gern. Wie gesagt, von C&A in Größe 50. Ganz kuschelig, wie man die Strampler von C&A kennt. Und ja, hinten ist er komplett hellblau. Füße hat er natürlich, die auch komplett hellblau sind. Ja, einfach wunderschön finde. Dann haben wir auch was ganz, ganz Tolles gefunden, was ich schon sehr, sehr lange gesucht habe. Das habe ich schon damals bei Jaden gesucht. Und zwar sind das diese süßen H&M-Schuhchen hier. Die sind jetzt schon sehr, sehr grau. Ich glaube, einfach weil sie schon ein bisschen älter sind. Aber eigentlich sind die ja richtig schön strahlend weiß. Aber so sehen die auf jeden Fall aus. Und ich liebe sie einfach. Im Moment bin ich sowieso total der Strickfan und die sind ja so gestrickt. Und ja, ich finde es einfach total süß, diese kleinen Schüchen mit diesen kleinen Tierchen drauf. Und weil die auch noch so mini sind, die so richtig mini. Und ich glaube, die würden einfach total gut passen später. Wenn denn so ein süßer Strampler, so ein grauer Strampler zum Beispiel, dann mit so süßen kleinen Schüchen in einer süßen Jacke, wäre doch voll schnuckelig, oder? Bevor wir mit den ganzen H&M-Sets anfangen, ich glaube, es sind 1, 2, 3, 4, 5,
5 oder 6 H&M Sets. fangen wir mal mit den anderen beiden Teilen an. Und zwar einmal eine süße Latzhose, ebenfalls von H&M in Größe 56. Achso, die Schuhe kommen übrigens von H&M, sind in 50. Ja, H&M in Größe 56. Eine super süße Latzhose. Die wirkt aber auch sehr groß. Ich schätze sie auch auf eher eine 62. Ist aber eine 56 auf jeden Fall. Total süß. Und ja, sieht einfach ultra cool aus, oder? Also das Jeans ist halt richtig jeansfarben. Und dann hat er hier auch noch so Falten integriert und einfach total cool. Auch eine Wickelleiste wieder. Eine Tasche hier oben und hinten auch so zwei kleine Taschen. Und einfach voll süß. Sie ist gefüttert von innen. Halt auch ein bisschen für den Herbst sehr schön. Also echt eine richtig, richtig tolle Hose. Kann man auch in zwei Stellen verkleiden. Also entweder so, dann ist sie ein bisschen länger. Oder hier, dann ist sie ein bisschen kürzer. Und wie gesagt, von H&M in Größe 56. Und das letzte Teil, bevor wir mit den ganzen H&M-Sets anfangen, was wie gesagt ein Riesenhaufen ist, haben wir ein Overall gekauft. Und zwar ist das dieser hier. Der kommt ebenfalls von H&M, glaube ich. Ich glaube, das habe ich, ja, von H&M in Größe 62. Ja, 62. Beim 48 cm großen Baby. Übrigens, die Sachen sind alle für unser neues Baby, also nicht wundern, warum sie alle blau sind. Die Verkäuferin hatte halt nur blaue Sachen. Und ja, das ist auf jeden Fall der Overall. Der ist in so einem Jeansblau. Hat Patches an den Ellbogen. Und hier drin hat er auch noch so eine richtig coole Farbe, so Jeansblau. Hier drin auch. Der hatte hier in der Mitte noch so richtig coole Kordeln. Ist das nicht voll süß? Total toll. Und eine Tasche hat er und keinen Fuß. Ja. Hinten hat er am Popo noch Baby-Team draufstehen. Total süß und in einer super, super, in einem super, super Zustand. Auf jeden Fall alle Sachen sage ich in einem super Zustand. Und jetzt beginnen wir mit den ganzen H&M-Sets. Ich habe natürlich ein paar davon werden auch Mel tragen. Aber ein paar davon sind halt wirklich nur für das neue Baby. Das erste Set wollte ich unbedingt mal haben. Das ist schon ein bisschen gebraucht. Also man sieht es schon, aber es ist nicht so schlimm. Das ist nämlich das hier mit der Mickey Maus. Das in dem maritimen Look. Das gibt es ja nochmal in Rot-Schwarz. Und das ist das Maritime. Das ist auch in 62, aber wirkt sehr, sehr mini. Halt ein Langarmbody mit der Mickey Maus. Dann natürlich eine super süße Mickey Maus Mütze. Die ist ein bisschen dreckig, wie ihr seht, auf der anderen Seite auch. Aber das kann man einmal waschen, dann ist das raus. Total süß, diese Mickey Maus Mütze. Und dann noch eine süße Hose. Halt, wie gesagt, in diesem maritimen Look. Total schön. Das ist halt dunkelblau und dann sind hier so ganz viele Anker. Ein dunkelblaues Bündchen. Total süß. Ich weiß jetzt nicht, was sie pro Set haben wollte, weil das halt wie gesagt ein Komplettpaket war. Kann ich euch nicht sagen. Voll süß. Also das sind so als H&M-Set. So. Und dann mit der süßen Mütze noch dazu. Dann haben wir ein Set für den Sommer. Und zwar ist das dieses hier. Das kennen bestimmt auch einige. Das ist auch in 62. Und zwar mit einem Wickelbody diesmal. Einer süßen Schildkröte. Und eine Mütze mit zwei Augen. Die ist auch, das ist auch echt noch im super Zustand. Also wie nie getragen sieht das aus. Wie gesagt, in 62. Und einer süßen kurzen Hose. Ich mag die Farben total gerne. Das ist so ein richtig schönes Grün und dann so ein richtig schönes Blau. Und ja, das ist auch so ein H&M-Set. So sieht das aus. Voll süß, finde ich. Ich kann mir das auch voll gut vorstellen mit den kleinen Babys da drinnen. Dann haben wir noch ein Set, das kennen bestimmt auch einige von euch. Das ist mit diesem kleinen Hund drauf. Ich glaube, das ist ein Mops oder so. Ich weiß es nicht. Das ist auch in 56. Total süß. Also ein Hund. Den haben wir als Mütze diese hier mit Öhrchen dran. Auch in 56 natürlich. Und in der gleichen Farbe wie die Mütze eine süße Hose. Falschrum. So rum. Auch total süß. Es ist nicht mein Lieblingsset von H&M, aber es ist auf jeden Fall auch total süß, finde ich. Wenn man das alles so zusammen anzieht. Total schnuckelig so. Und dann mit der Mütze noch voll süß. Dann haben wir ein Set, da fehlt leider die Mütze, aber das ist nicht so schlimm, weil da kann man auch einfach einen weißen Body anziehen. Und zwar ist das hier mit den kleinen süßen, was sind das? Gitarren, genau.
einmal die Mütze und einmal die Hose dazu und dann einfach mit einem weißen Body dachte ich mir auf jeden Fall, das ist okay, weil für das, was ich auch wollte, sie auch nur 2 € zusammen haben und das finde ich auch in Ordnung. Und das ist auch in 56, halt eine Hose und dann die Mütze dazu einfach mit einem weißen Body und dann sieht es gut aus. Und dann haben wir das allertollste Set gefunden, glaube ich. Ich wollte es schon immer haben bei H&M, aber es war mir einfach immer zu teuer, weil es ist halt ein Zweier-Set aus den Dreier-Sets. Also es ist halt einfach, da ist keine Mütze bei. Und dafür wollten sie aber trotzdem immer 13 € bei H&M haben. Und das ist mir ein bisschen zu viel. Und heute habe ich es gefunden und war natürlich voll begeistert. Und zwar ist das das Star Wars Set. Und ich glaube, da freut sich auch der Felix voll drüber, weil wenn man den Spruch lesen kann, dann ist es total cool. Und ich liebe schwarz-weiße Sachen bei Babys. Und das ist ultra cool, finde ich. Mit diesem, wie heißt er? Schatz, wie heißt er? Darth Vader, genau. Darth Vader. Das ist auch in 56. Ne, in 62 sogar. Oh. Sieht so richtig mini aus. Also ein Langarm-Shirt. Sieht auch aus wie neu, finde ich. Also ein Langarm-Body. Und dann die Hose mit diesen weißen Sternen. Sternen drauf. Das ist ja ein Weltraum sozusagen. Total cool. Also das wird mein absolutes Lieblingsset. Und das muss auch gleich der arme Emil anziehen. Der arme Emil. Der muss es gleich anziehen. Und so sieht es dann aus. Total cool, wie ich finde. Also echt voll. Haut immer so coole Sachen. Ich bin begeistert. So, mein Lieben, das war's. Der Haufen ist beendet. Ist weg. Liegt jetzt auf der anderen Seite vom Wickeltisch. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung wie immer in die Kommentare schreiben zu den Sachen. Und ja, wie findet ihr eigentlich die H&M-Sets? Das würde mich auch interessieren. Also ich liebe sie und ich würde am liebsten alle auf der ganzen Welt kaufen. Ich habe leider schon sehr viele. Aber ja, ich finde sie auf jeden Fall alle total toll. Und deswegen, ja, geht die Frage an euch. Was, also mögt ihr auch diese Dreier-Sets von H&M total gerne? Wenn ja, dann schreibt es unten in die Kommentare. Oder gebt einen Daumen nach oben. Und ja, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß für den restlichen Tag. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal.